Guten Morgen, Studentinnen und Studenten. Seit unserer letzten Filmaufnahme hat sich einiges geändert. Es gibt eine Maskenpflicht, das ist das eine. Und das andere ist, deswegen habe ich den Schirm dabei, es hat gestern ein bisschen geregnet, auch heute kann es regnen. Und auch wenn das vielleicht die Filmaufnahmen etwas erschwert, so freuen wir uns doch sehr, denn der Wald und die Natur, die Landwirtschaft braucht dringend Reden. Da wir nur zu zweit im Wald sind und den gebührenden Abstand halten, haben Sie sicherlich Verständnis, dass ich jetzt diese Maske ausziehe. Die passt natürlich sehr gut zur Jahreszeit. Morgen, wir haben heute den 30.04., also am 1.05. beginnt die Bockjagd. Das ist zwar ein Hirsch, aber vielleicht wird das nicht von jedem so unterschieden. Und dann würde ich in unseren Wäldern etwas gefährlich leben. Also, ich möchte jetzt wie üblich am Anfang auf die Standorte eingehen und auf das Ziel der heutigen Exkursion. Wir sind jetzt vom Schadenweiler Hof Richtung Rammert gegangen. Wir stehen jetzt genau am Geländeknick, wo es von der asphaltierten Straße hochgeht auf die Waldsteige auf etwa 430 Meter Höhe. Ich möchte heute mit Ihnen parallel zu der Waldsteige, also im Wald, rechtwinklig etwa zu den Höhenschichtlinien nach oben gehen, bis zu dem Sendemast, wo wir im Januar mit Herrn Truffner unterwegs waren. Das ist dann auf 555 Meter und möchte dabei verschiedene geologische Schichten durchschreiten, nämlich hier beginnend im Gipskeuper, dann im mittleren Hangbereich die bunten Mergel und ganz oben auf dem Plateau der Stubensandstein. Und damit können wir dann sehr schön beobachten, wie sich die Vegetation mit der Geologie und den sich darauf entwickelnden Böden verändert, aber auch der Wasserhaushalt. Denn das ist hier ein Nordhang. Am Nordhang ist geringere Strahlung, geringere Evaporationsverluste. Da kann man davon ausgehen, dass es eher etwas frischer ist als an dem gegenüberliegenden Südhang. Und dann möchten wir die Kombination aus Wasserhaushalt von unten nach oben in Verbindung mit unterschiedlichen Nährstoff- und Basenverhältnissen beschreiben und korrelieren mit dem Vorkommen von bestimmten Pflanzenarten. Wir fangen jetzt direkt an. Direkt hier am Hang Fuß stehen mehrere Pflanzen eng zusammen und die möchte ich jetzt mit Ihnen im Detail betrachten, besprechen und in die ökologischen Artengruppen einordnen. Wir beginnen mit der Frühlingsplatterbse. Die hatten wir neulich schon mal gesehen, aber die Wiederholung in der Botanik ist ausgesprochen wichtig. Durch die mehrfache Beschäftigung setzt sich dann das Wissen und verfestigt sich. Die Merkmale von dieser Art sind folgende. Erstens ist das Blatt paarig gefiedert. Das haben wir sonst bei unseren Bäumen oder Sträuchern wie Esche oder Holunder nicht. Die sind immer unpaarig gefiedert. Es sind also hier drei Fiederpaare, also sechs Fiedern. Die Endfieder ist verkümmert und die Fiedern sind ganzrandig und lang zugespitzt. Dann kann man sehr schön sehen, verschiedene Stadien der Blüten. Das ist noch eine junge Blüte, die ist rötlich-violett mit einem sauren Zellsaft. Während der Blütezeit werden die blau. Und damit steigt der pH-Wert Richtung alkalisch. Die ganz alten Blüten werden trocken. Und was jetzt in dieser Jahreszeit so wunderschön ist, und das ist gerade bei diesem Exemplar so schön zu sehen, ist, wie sich aus den weiblichen Fruchtknoten die Frucht entwickelt. Das ist eine Hülsenfrucht, also eine Frucht, die sich an zwei Nähten später öffnet. Und weil die sehr platt ist, also sehr flach, und im Frühling blüht, ist der Name sehr, sehr bildhaft, nämlich die Frühlingsplatterbse, Latyrus vernus aus der Bingelkrautgruppe. Wenn Sie hoffentlich Ende Mai, Anfang Juni wieder herkommen, dann sieht man vielleicht noch die Früchte, aber die Blüten sind dann vollständig bis dahin abgefallen. Ich habe durchaus vor, wenn es die Zeit hergibt, mit Ihnen diese Exkursion dann noch einmal zu machen, aber eben 5-6 Wochen später. Und gerade das ist dann interessant zu sehen, wie hat sich in dieser Zeit der Vegetationszustand verändert. Hier haben wir jetzt eine ökologische Situation mit 5 Pflanzen auf engstem Raum beieinander. Wir fangen an mit dem Waldmeister Galium odoratum, den wir schon kennen, mit dem quirlblättrigen Kranz von Blättern, vierkantig und unverzweigt, aus der Flattergrasgruppe. Direkt daneben steht die Walderdbeere mit diesen keilförmigen, gesägten Blättern, Fragaria vesca, ebenfalls aus der Flattergrasgruppe. Und wiederum nur ein paar Zentimeter daneben hier das Buschwindröschen, Anemone nemorosa, auch aus der Flattergrasgruppe. Wir haben die erst vor 1 oder 2 Wochen im blühenden Zustand gesehen. Jetzt, wo sich das Kronendach schließt, vergeht die Blüte und hier hat sich jetzt schon die Frucht daraus entwickelt.
Hier vorne steht das Waldveilchen, Viola reichenbachiana, herzförmige Blätter, Blattrand gekerbt. Und auch hier ist die Blütezeit schon vorbei und wir sehen hier die Frucht. Jetzt haben wir eine Pflanze, die wir bisher noch nicht besprochen hatten. Das ist der kriechende Günsel, Ayuga reptans, aus der Farngruppe, zeigt also frische Verhältnisse an. Das ist ein Lippenblütler mit violetten Blüten, deren Oberlippe verkümmert ist. Und hier haben wir die Unterlippe. Und hier haben wir den kriechenden Ausläufer, der namengebend ist für diese Art. Wir stehen jetzt hier am Fuße der Waldsteige, die hochführt zur Wegspinne und zur Dünnbachhütte und werden jetzt etwas östlich versetzt davon auf alten Hohlwegen hochgehen Richtung Sendemast. Noch zu den Hohlwegen, die Nordhänge des Ramoth sind durchzogen von vielen Hohlwegen, weil hier schon seit Jahrtausenden Stubensandstein, Holz genutzt wird. Die Römer waren hier schon 160 nach Christus und das sind alte, ausgewaschene Hohlwege, die heute noch sehr gut zu erkennen sind. Wir haben jetzt hier am Rande einer Rückegasse zunächst einmal die Brennnessel, die große Brennnessel, Urtica dioica aus der Brennnesselgruppe. Die kennt jeder und die brauche ich, glaube ich, nicht weiter in ihren Merkmalen zu erklären. In unmittelbarer Nachbarschaft ist hier die gewöhnliche Nelkenwurz, die später gelb blühen wird. Geum urbanum, urbanum städtisch, also kommt sehr viel in Siedlungen in Nähe von Komposthaufen, Abfallhaufen vor, weil sie eben auch in der Brennnesselgruppe ist und viel Stickstoff anzeigt. Und dann wiederum direkt daneben ist hier eine Pflanze, die in ihren äußeren Merkmalen sehr stark an den Waldmeister erinnert. Auch vierkantiger Stängel, auch wirtelige Anordnung der Blätter, ist auch ganz nah verwandt. Es ist das Klettenlabkraut, Gallium apparine, deutlich größer als der Waldmeister. Und diese Art hat eine Klettverbreitung, das heißt starre, hakige Härchen da dran. Und wenn man da durchstreift, Tiere oder eben auch wir Menschen, dann bleibt diese Pflanze an der Kleidung oder im Fell hängen und wird auf diese Weise dann verbreitet. Das gilt auch für die Früchte, kleine kugelige Früchte, die an den Hosen oder Strümpfen dann haften bleiben. Auch dieses Klettenlabkraut ist in der Brennnesselgruppe. Und dann wiederum nur ein kleines Stück daneben finden wir unten diese Pflanze. Das ist der stinkende Storchschnabel oder auch Ruprechtskraut, Geranium robertianum. Die wird später rosarot blühen, etwa 1 cm große Blüten im Durchmesser, ist abstehend silbrig behaart und die jungen Sprossachsen sind rot überlaufen. Warum heißt die stinkender Storchschnabel? Wenn man die Blätter zerreibt, riechen die etwas muffig, stark stinken tun sie nicht. Und diesen Namen hat Karl von Linné im 18. Jahrhundert vergeben. Der hatte einen Gehilfen, der mit ihm durch die Landschaft zog und Pflanzen sammelte und der hieß Ruprecht oder Robert mit Vornamen. Und der stank fürchterlich, Körpergeruch. Damals im 18. Jahrhundert war Deo noch nicht erfunden und regelmäßiges Duschen bestimmt auch nicht an der Tagesordnung. Und so ist überliefert, dass Karl von Linné gesagt hat, eines Tages werde ich mal eine Pflanze nach dir benennen und darum heißt diese Pflanze so. Und auch dieser stinkende Storchschnabel ist in der Brennnesselgruppe. Auch diese Pflanze hatten wir neu schon gesehen. Es ist der Lauchrederich oder die Knoblausrauke, Aliaria petiolata, ebenfalls aus der Brennnesselgruppe. Die Blätter riechen, wenn man sie zerreibt, nach Lauch, sind essbar. Und jetzt, weil schon etwas später wiederum ist im Jahresablauf, sehen wir hier weiße kleine Blüten. Es ist ein Kreuzblütler. Wir haben jetzt hier 5 Vertreter der Brennnesselgruppe gefunden. Also nochmal die große Brennnessel selber, das Klettenlabkraut, die gewöhnliche Nelkenwurz, stinkenden Storchschnabel und hier den Lauchrederich. Und da stellt sich die Frage, warum ist gerade hier mitten im Wald so eine Ansammlung von viel Stickstoff? Hier hat ja niemand Gülle oder Gartenabfälle hingebracht. Im Hintergrund sehen wir einen Jungbestand, ca. 20 Jahre alt. Und hier war bis 1999 ein Fichtenaltholz.
das beim Sturm Lothar gefallen ist. In der Streu, in der Dunkelheit unter dem dichten Schirm, hat sich Stickstoff akkumuliert und dann ist durch die Wärme und den Lichteinfall die bodenbiologische Aktivität höher geworden und dadurch ist viel Stickstoff freigesetzt. Und deswegen haben wir hier in dieser Situation sehr viel Brennnesselgruppenvertreter, im Hintergrund sogar noch als Strauch den schwarzen Holunder. Nach und nach über die Jahrzehnte wird aber dieser Stickstoff wieder in den Pflanzen fixiert, es wird dunkler und so geht jetzt nach und nach diese stickstoffzeigende Vegetation wieder zurück. Aber hier gerade am lichten Bestandesrand sehen wir sie noch sehr üppig. Wir haben jetzt hier zwischen der stickstoffzeigenden Vegetation die große Sternmiere, Stellaria holostea aus der Flattergrasgruppe. Die hatten wir auch neu schon mal im Detail uns angeschaut, mit diesen 5 weißen Blütenblättern, die jeweils bis zur Hälfte eingeschnitten sind und gegenständige, an der Basis verwachsene Blätter. Direkt daneben haben wir hier den Waldziest Stachys sylvatica, namengebend für die Waldziestgruppe. Diese Art wird in wenigen Wochen rot blühen, es ist jetzt noch etwas zu früh. Wenn wir jetzt nochmal insgesamt die Situation analysieren, können wir sagen, aufgrund der Sternmiere, die ja auch in großer Deckung vorkommt, und des Waldziests haben wir ja meso- bis eutrophe, bevorzugt eutrophe Verhältnisse, also basenreiche, von der Wasserversorgung frisch bis sehr frisch und aufgrund des Humusabbaus, wie ich vorhin erklärt habe, diese Stickstoffakkumulation. Das ist der Efeu Gundermann oder die Gundelrebe Glechoma hederacea. Die hatten wir auch schon letzten Herbst im Bühlertal gesehen. Aber jetzt sehen wir sie im blühenden Zustand. Und Sie sehen, das ist ein Lippenblütler. Hier ist die Oberlippe und hier ist die Unterlippe. Die Blüte ist violett. Die Sprossachse ist vierkantig und die Blätter sind kreuzgegenständig, wie bei allen Lippenblütlern. Und diese Art ist auch in der Brennnesselgruppe, zeigt also ebenfalls viel Stickstoff an. Die Blätter sind nierenförmig und der Blattrand ist gekerbt. Nun haben wir in direkter Nachbarschaft den kriechenden Günsel, Ayuga reptans, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Der ist botanisch nah verwandt, also auch ein Lippenblütler, auch vierkantige Stängel, auch kreuzgegenständig. Und weil sie auch noch ein bisschen ähnlichen Namen haben, ja, Gundelrebe, Günsel, verwechselt man die leicht. Und jetzt möchte ich Ihnen die Unterschiede zeigen. Bei dem Efeu Gundermann sind oben die Blätter und die Blüten sind da drunter. Beim grünen Günsel ist umgekehrt, da haben wir oben die Blüten und die Blätter sind weiter unterständig. Außerdem hat ja hier die Gundelrebe eine Ober- und Unterlippe, während beim grünen Günsel ist die Oberlippe verkümmert. Und wir sehen hier an sich nur die Unterlippe. Und schließlich sind hier beim Efeu Gundermann die Blätter gestielt und beim grünen Günsel sitzend. Die stehen jetzt hier zusammen, also könnte man hier für diesen kleinen Standort sagen, frisch aufgrund des kriechenden Günsels, stickstoffreich aufgrund des Efeu Gundermanns.